Verdammt, komm, 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 komm. Gib mir Karotten. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask HD. Ich habe jetzt in diesem Part hier zwei Dinge vor. Und ja, schauen wir mal, wie lange die dauern werden. Aber ich glaube, ich könnte die durchbekommen. Je nachdem, wie lange die dauern, könnte ich sogar noch was ranhängen. Wir gehen jetzt erstmal in die Sümpfe. Da, wo ich vorher schon hin wollte. Einfach, weil wir die Urkunde gerade haben. So. Und diesmal wäre es schön, wenn Link direkt die Leiter hochklettert. Ist das zu viel verlangt, Link? Linke Nummer? Link? Linky die Link? Linky Boy? Würdest du bitte... Bist du so nett? Ja, das ist... Fein, danke. Kann ich die Dame eigentlich auch direkt unter die Nase halten? Nö, okay. Muss ich mit ihm quatschen. Ich weiß, was du meinst, ja. Hier. Danke. Jetzt habe ich seine, sehr schön. So, weg mit dir, danke. So. Na, komm. So lange brauchen wir die Animation auch nicht. Wollte doch gerade sagen, ihr habt das doch die ganze Zeit so gespielt. Aber scheinbar hat irgendeine Taste nicht gescheit reagiert. Okay. Dann halt nicht. So, Milchstraße. Sind die Deppen jetzt mal da? Die wollten wir ja auch noch glätten. Die Mario Brothers. Wie ich sie gerne nenne und andere auch. Das ist so eine kleine Anspielung auf die Mario Brothers, eben auch sind die Gorman-Brüder. Aber eben nur eine kleine. Die nehmen wir mit. Einfach nur zur Sicherheit. Aber es ist nicht schwer, sich sonst auch nochmal anderweitig eine zu besorgen. So. Gorman-Brüder. Eponalein. Ah, von da kommst du. Okay, cool. So. Die Steuerung. Wenn sie auf einen zukam, muss man so denken, als sei man Opona. Also quasi genau umgekehrt. Da, ba, 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 da, da, da. Rennen! Ja, bist du bereit? Ja. Schon so ein bisschen. Ich hätte euch schon mal eigentlich fast platt gemacht. Die Sache ist, ich triez Epona ungern bis ganz zum Ende, weil ich dann das Gefühl habe, dass es länger braucht, bis sie wieder aufgeladen ist. Und so laden sie sich jetzt nämlich nacheinander immer wieder mal auf. Ansonsten braucht es lange, bis sie einmal komplett aufladen. Das kann man ja so ein bisschen verhindern. Ich frage mich, ob es hier sinnvoll ist, über die Zäune zu springen. Und innen zu bleiben. Okay. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Verdammt. Komm, 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 komm. Gib mir Karotten. Ey, das Ende verkacke ich immer. Aber einen von euch Deppen habe ich besiegt. Ah, Gorman Brothers. Lacht nicht so blöd. Ihr habt nur einen halben Sieg.
Okay. Okay. Kann ich die eigentlich auch... Kann ich cheaten? Ich kann es versuchen, aber irgendwie... Das macht den... Doch, das macht den langsam. Habe ich das gerade richtig gesehen? Wie speeden die denn jetzt ab, ey? Als ob. Okay. Da lachen sie wieder blöd. Ach je, komm. Das muss es jetzt sein. Das muss es jetzt sein. Kommt schon, Mann. Ich bin doch ein besserer Reiter. Ich habe das Gefühl, dass die am Ende halt echt nur mal irgendwie Speed aus dem Nichts bekommen. Da, 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 da. Nervt nicht. Ey, die verblocken aber... Die blocken einem auch den Weg, die... komischen Brüder da. Ich glaube, dass es fast sinnvoller ist, hier drüber zu springen. An der Stelle. Hier nicht unbedingt, aber... Okay, man darf da nicht reingeraten. Aber es dreht sich einfach Epona noch bis zum bitteren Ende und dann passt es. So. Ja, was sagt ihr jetzt? Unfassbar, wir haben verloren. Hey, großer Bruder, sollen wir ihm dieses Ding wirklich geben? Etwas müssen wir ihm wohl geben, aber er ist ohnehin nur ein Kind. Was könnte er schon großartig damit anrichten? Du hast Garus Maske erhalten. Die umherirrenden Geister der Ninjas von Ikana trugen einst diese Maske. Und mir fällt da gerade etwas echt Übles auf. Dafür darfst du niemandem erzählen, wo du die Maske her hast. Du hast es den Gebrüdern Gorman gezeigt. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Ja, sehr schön, Mann. Oh Mann, ey, damit hab ich schon mal eins abgeschlossen. Und die Brüder abgeschossen. Okay. Dann weiter im Programm. Ich habe leider keinen Timer mehr. Aber okay. Bim bim. 13, 9. Ja, dann können wir noch. Dann können wir noch. Dann können wir echt noch ein bisschen. Bergsiedlung. Let's go. Let's go. Oh man. Oh yeah. Sie. So. Zurück zu den Goronen. Und wisst ihr was? Nee. Ich habe gerade überlegt, ob ich das direkt dranhänge, aber stimmt, das war ja die andere Seite. Dum, de, dum. Oh, oh, oh. Okay. Schön. Jetzt Typi. Ich glaube, bei dir muss ich jetzt Deku sein. War das so? Ich glaube, dem war so. Oh. Jetzt habe ich die Dingens überschrieben. Okay. Da hast du.
So. Ja, ich wollte auch erstmal hier. So, danke, tschüss. So, du verstehst, was ich meine. Ja, hier. Gucke mal. Ja, das ist. Ich wünschte, du würdest mir es geben. So kriegst du das Land hier. Danke. Und auch er fliegt jetzt eine ganze Weile lang erstmal weg. Dumm, nee, dumm. Halt. Wie das aussieht. Herrlich. Herrlich. Auf zum nächsten. Dum, dum, dum. Na? Danke. Kap Zora. So. Angenehm. So. Wir haben ihn schon mal gesehen. Oh Mann, jetzt rennen wir hier durch und die Gizoras müssen sich auch denken, was macht denn der hier? Ich dachte, Gorunen können nicht schwimmen. Tja. Nee, die können auch nicht schwimmen, dafür sind sie zu schwer. Aber eigentlich widersprechen sich die Legend of Zelda Spiele auch so ein bisschen gegenseitig. Weil hier ist man quasi Instant Death, wenn man ins Wasser fällt. Aber ja, bei Twilight Princess, da hat man Goronen im Wasser gesehen. Die konnten da ohne Probleme überleben. So, ey, schieb mich nicht weg, das ist Schiebung. So. Nee, aber ich glaube, das wurde hier auch hauptsächlich so gemacht, dass man halt wieder rausgeportet wird und sich nicht quasi im Nichts verirren kann. So, hier. Grüne Elixiere, so. Du weißt, was ich meine. Ja, hier. Ich weiß, was du meinst. Oh, das ist eine Bergurkunde. Ich danke dir. Ich gebe dir das Land dafür. Danke sehr. Yippie. Und schon bin ich weg. Die Berge rufen mich. Tschüssi. Kannst du auch so eine Tür aufmachen oder ist da ein Loch in der Decke? Wahrscheinlich ist da ein Loch in der Decke. Ja, da ist ein Loch in der Decke. Krass. Okay. Na gut. Ich hinterfrag's mal nicht. Aber ich hole mir jetzt den Deku. Deku. Glau einfach mal Lulus Herz Teil. Okay. Gib mal her, danke. Ein Herzteil. Oh, ich habe schon wieder einen neuen Herzcontainer. Krass. Ja, dann haben wir ja bald fast schon alle. Zwei kriegen wir noch von Bossen. Dann sind noch 2, 4, 6 übrig. Das heißt, es sind noch 6 mal 4. Oh, doch noch ein bisschen was übrig. Wow. Wobei man 4 wieder abziehen kann, die man erst am Ende bekommt, aber ja. Dann gehen wir weiter im Programm. Halt. So war's. So. Oh, ich habe ja noch gar keinen Port dahin. Oh, halt. Aber die Stadt wäre trotzdem sinnvoll. Oder die Milchstraße. Ich glaube, die wäre noch sinnvoller. Da stand da nicht Epona noch rum. War mir nicht so, dass ich sie da habe stehen lassen.
Schauen wir mal. Und so weit weg ist es tatsächlich auch nicht, nämlich. Deswegen, es kann höchstens sein, dass ich halt zu den Gorman Brothers nochmal schon rein muss. Epona abholen. Ja, ich hab sie hier stehen lassen. Was bin ich eigentlich für ein Unmensch, dass ich die bei den Deppen stehen lasse? Es tut mir leid. Ich bin schon da. Ich rette dich vor diesen bösen Brothers. Wir sind wieder ein Team, okay? Team. Wir sind einfach ein cooles Team. Okay? Ja? Cool. Bist mir nicht mehr böse, Epona? Das freut mich. Zack. Wenigstens klatscht er ihr nur auf den Arsch. Und gibt ihr nicht die Sporen. Ich glaube, in Ocarina of Time oder so, als erwachsener Link, irgendwo wurde das oder war das Twilight Princess? Irgendwo hat man seinem Pferd die Sporen gegeben. Armes Pferd, muss ich mir sagen. Armes Pferd. Aber na gut. Wir wollen hier rein. Den Port holen, oh Mann. Und den letzten Deku. Dingens da. Den letzten Deku-Kram. Wollen wir auch gleich holen. Boom. Herab. So. Und dann haben wir erst unsere nette neue Maske. Und ich weiß nicht, geht es nur mir so, aber diese Garus-Maske sieht aus wie ein Kopf. Und da geht unten noch so ein Rest von der Kapuze drüber. Und er, wenn man genau guckt, sieht so aus, als hätte er keinen Kopf. Was für eine hübsche Maske. Ja, als ob der abgetrennt ist, ne? Könnte das die Maske sein? Dies ist die Maske des Anführers der Ninjas, der einst von den Zinnen des verschwundenen Schlosses spielte. Okay. Damit soll es möglich sein, die wandernden Geister seiner einstigen Gefolgschaft herbeizurufen. Vielleicht bist du in der Lage, jene irrenden Seelen zu retten. Der Typ ist einfach freaky. Der ist einfach freaky. Aber die Sache ist, er lässt einen nur rein, wenn man die Möglichkeit hat, dem Land zu helfen, wie er sagt, so mehr oder weniger. Hat er ja ursprünglich sowas in der Richtung gesagt. Das heißt, er scheint ja an sich erstmal kein schlechter Kerl zu sein. Weil er will, dass man dem Land geholfen wird, zum einen, aber zum anderen auch. Hi. Das ist ein Nairon. Komm ihm nicht zu nahe. Es riecht nach Schießpulver. Tschüssi. Aber zum anderen eben will er auch niemanden gefährden, der es nicht kann. Weil ihr seht ja, dass das hier abartig abgeht. Ihr Fake-Koronen. Würdet ihr mich bitte mal hier durchlassen? Ja? Nein? Danke? Tschüss. Komische Fake-Koronen. Ikana Canyon. Das Land des Todes. Ihr wollt es nur nochmal gesagt haben. Oh, und den kennen wir doch. Typi, was machst du denn hier? Hey, nettes Schwert hast du da. Seit einiger Zeit treiben sich Horden von Geistern hier um Unwissen in Ikana, am anderen Ufer des Flusses. Ich glaube, es sind die Geister der königlichen Familie von Ikana. Aber da hier sonst niemand mehr lebt, bin ich hierher gezogen. Nur noch so ein armer Irrer und seine Tochter erforschen hier die Geisterwelt. Erwähnte ich schon, dass du ein nettes Schwert hast? Darf ich es kurz ansehen? Ja, um euch etwas zu zeigen. Ja, wirklich? Ich will dir nicht auf die Nerven fallen, aber... dieses rote Ding! Was ist das? Es sieht bedrohlich aus! Ja, Taya hat mehr gecheckt als Link. Ich weiß, was das ist. Das wird jetzt noch ein paar Mal passieren, dass Taya plötzlich wie aus dem Nichts aufschreit. Aber das soll uns jetzt nicht jucken. Das soll uns jetzt nicht jucken. Wir wollen hier rüber gucken. Und dann sagen wir Hi. Danke, dass du vorbeischaust. Du bist doch vom Meer, oder? Ich verkaufe blaue Elixiere.
Eigentlich möchte ich lieber ein Geschäft am Meer betreiben, wo ich dem sanften Rauschen der Wellen lauschen kann. Aber einfach so ein Geschäft zu eröffnen, dazu braucht man die richtigen Beziehungen. Du weißt, was ich meine, oder? Ja, hier. Guck mal. Oh, das ist doch eine Meeresurkunde. Lass mich haben. Ich gebe dir... Mein Traum könnte in Erfüllung gehen, ne? Ich will sie nicht umsonst. Ich gebe dir dies. Ein goldener Rubin. Für 200 Rubis kriegt man dafür. Cool. Oh yeah! Sonnengebräunte Schönheiten erwarten mich. Du hast, glaube ich, die Urkunde nicht richtig gelesen, ne? Das ist in einem Zimmer. Ja gut, es ist Lulus Zimmer. Aber da könnte es ein bisschen nach Fisch riechen. Oh, wie lange haben wir das nicht mehr gesehen? Einen leeren Slot, Leute. Wie lange haben wir das in diesem Spiel nicht mehr gesehen? So. Du hast ein Herzteil gefunden. Sammle 4 Herzteile, um einen neuen Herzcontainer zu erhalten. Jeder neue Herzcontainer erhöht deine Energieleiste. Den Stein brauche ich nicht. Aber ich zeige euch mal was anderes. Als Zora sollte es gehen. Wenn nicht, kann ich euch wiederum was anderes zeigen. Ja. Weil dieser Fluss hier, wenn man sich von ihm treiben lässt, landet man an einem bekannten Ort. Autsch. Ah, okay, wir kommen hier noch nicht weiter. Dafür müssen wir den dritten Dungeon gemacht haben, ich erinnere mich. Es sei denn, wir nutzen einen Trick. Es gab einen Trick, aber ich weiß nicht, ob ich den hinkriege. Es gab einen Trick. Ah, jetzt habe ich voll vergessen. Es gab da einen Trick. Wir müssen den erwischen. Schau mal hier. Kann man hier erstmal... Wow. Nein, so doch nicht. Okay, vielleicht kann man auch von hier aus, aber... Nee, okay, Link kann da nicht hochklettern. Die linke Nummer. Aber jetzt nerven die mich wenigstens nicht mehr, während ich hier meinen Trick ausprobiere. Ich weiß nur noch mal, wie der genau war. Das ist das Problem. Ich weiß nur nicht mehr, wie der genau war. Man konnte den auch ganz knapp von hier irgendwo erwischen. Na? Oh Mann, Link, anstatt dich festzuhalten. Was soll das denn? Ich bin enttäuscht. Enttäuscht bin ich, Link. Enttäuscht. Was ist eigentlich? Kann ich hier? Okay. Theoretisch ja. War das vielleicht auch so? Weil ich dann höher bin? Nee. Oder kommt man, wenn man höher ist, hier irgendwo ran? Nee. Oh, Moment mal. Nee, okay. Hätte ja sein können. Es werden die Tricks ausprobiert. Oh Mann. 11.30 Uhr hat sie gesagt, ne? Nachts 11.30 Uhr. Es fällt die Sau schon wieder runter. Komm schon. Moment, vielleicht war das auch hier rüber.
Dass ich von hier aus dann da oben hinkomme. Das könnte sein. Moment. Moment. Und er fällt wieder. Aber man kann es irgendwie tatsächlich tricksen da hoch. Man kann es tricksen. Ja gut. Aber es, lasst mich mal gucken. Ich habe den Part um die Zeit begonnen. Ja, dann... Nee, dann lassen wir das mal. Ich probiere es sonst zur Not später nochmal. Ich will aber noch eine Sache ranhängen. Die hänge ich jetzt noch ran, die Sache. Und zwar beim Picky Bernier. Zum einen. Also ich hänge eine Sache an zwei Stellen ran, sagen wir es so. Sagen wir es mal so. Tschüssi, ich bin ja schon weg. So. Das ist die erste Stelle hier. Nein, dann gehe ich den Weg für langsame. Könnte man dich da nicht einfach langrollen? Okay. Ich gehe nicht den Weg für langsame. Ich nehme einfach Speed. Und so viel zu Speed nehmen. Ich sagte, ich nehme einfach Speed. Danke sehr, reicht auch schon. So, den leeren Platz noch schnell befüllen. Wo war denn das? Ah, hier sind wir schon gleich richtig. Einmal. Ja. Zweimal. Ja, zieh dich wieder hoch. Zweimal. Und jetzt? Du hast das Lied der Vogelscheuche gespielt. Kommt nämlich die Gude hier raus. Und wir können uns... Wir können sagen, wir finden sie anziehend. Sagen wir es mal so. Sie ist jetzt ein bisschen anziehend. User, oh yes, da sieht man sich wieder, Baby. Du spielst wie immer großartig. Ja, danke, danke. Du hast ein Herz gefunden. Du hast bereits zwei Teile eingesammelt, zwei weitere und du kriegst ein neues Herz. Cool, danke. Und dasselbe geht noch an einer anderen Stelle. Ah, da muss ich nochmal genau checken, wie wir da genau hinkamen. Aber das hängen wir jetzt noch ran. Und zwar... Schädelküste. Let's go. So. Zora wäre auch nicht verkehrt. So. Okay. Flupp. Einfach nur, weil ich kann. Und abdrehen, beidrehen. So.
Da wollen wir nämlich nur mal wieder. Mal wieder. Oh, vielleicht hänge ich sogar noch mal zusätzlich was ran. Was mir gerade eingefallen ist. So. Aber jetzt erstmal checken, wo wir uns hier hoch arbeiten können. Es scheint, als könne man sich hier nicht hochziehen. Wow. Oder ich bin noch zu weit weg. Ja, okay. Alles klar. Ich habe nichts gesagt. Das Loch da unten interessiert uns nicht. Uns interessiert hier. Und da. Oh. Hätte man da als Alternativ möglich... Nee, oder? Ich brauche noch so einen dämlichen Samen. Ich glaube, so bringt mir das jetzt noch nichts. Ich muss wirklich eins weiter. Ja. Ah, verdammt, ich habe eine Wundererbse vergessen. Die holen wir uns aber trotzdem gleich. Die holen wir uns gleich, Leute. Das machen wir gleich trotzdem. Wir hängen das jetzt dran. Das wird jetzt halt ein kleiner Überlängenpart. Aber wir hängen das jetzt dran. Bevor ich es wieder im nächsten Part verpeile. Wir haben jetzt zwar schon, lasst mich mal rechnen, 13, 9. Ja, wir haben jetzt schon gut eine halbe Stunde. Ja, 32 Minuten circa. Aber ist egal, ist egal. Wir hängen das jetzt noch ran. Ich weiß, ich könnte schneller laufen, aber... Ach, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir machen's. Wir laufen schneller. Bisschen schneller kann man ja dann doch mal vorangehen. Wo kommt ihr denn her? Ist ja ekelhaft. Die können nämlich mein Schild fressen, müsst ihr wissen. Wenn die mich schlucken, fressen die mein Schild. Deswegen bin ich jetzt auch hier unten lang gelaufen. Ich wollte es nicht riskieren. Und auch hier. Ich halte mich fern von dem. Ja, mir war so, dass ich hier einfach... Bup. Dann runter. So. Mit ihm ist es nämlich wurscht. Du hast ein Herz gefunden. Du hast bereits drei Teile eingesammelt. Finde ein weiteres und deine Energieleiste erweitert sich, ne? Okay. Cool. So kann man seine Mana auch aufbrauchen. Bisschen falsche Richtung, oder? Aber mal, auch mal was ist schön, dass es nicht ganz klassisch hier unterm Wasserfall was gibt, sondern nicht hinterm Wasserfall, sondern unterm Wasserfall. So rum. Ist doch auch mal schön. So. Zack. Wir holen uns das jetzt schnell. Lied der Schwingen soll mich in die Stadt reinbringen. Und dann
Können wir auch als Deko mit dem hier handeln, als Sora mit ihm hier handeln? Ja, gib mal her. Danke. So, und jetzt noch Wasser. Als ob ich jetzt hier nicht... Da ist doch Wasser. Hall... Willst du mich jetzt verarschen? Ich will Wasser. Gib mir verdammt nochmal Wasser. Ich stehe doch sogar drin. Es ist ja unglaublich. Wahrscheinlich ist Wasser dann herbekommen. Wahrscheinlich irgendwo draußen. Ich probier mal was. Ja. Ich probier mal Wasser. Moment, Moment, Moment. Nee. Bringt das was? Kriege ich da Wasser her? Ich meine, ich muss da jetzt eh demnächst hin, aber... Ich kann es ja mal ausprobieren, ne? Ah, übrigens, ne? Das ist der Guru, ne? Der zufällig denselben Namen hat wie wir, der eigentlich die Reservierung hatte. Der Wind ist feucht, Goro. Morgen regnet es, Goro. Goro, Goro. Stimmt ja, morgen regnet es ja. Dann brauche ich gar kein Wasser. Dann wächst das Ding nämlich von sich aus. Ob wir das dann auf morgen verlegen sollen? Ich meine... Moment mal, aber lasst mal noch was anderes abchecken, wenn wir schon mal hier sind. Ist das zufällig die Zeit, mit der man hier lauschen kann? Ah, was soll ich immer müssen? Oder brauche ich dafür... Irgendwie konnte man nämlich da lauschen. Oder brauche ich dafür die Hasenohren? Weil wegen Ohren und so? Nö. Hätte es sein können. Aber irgendwie kann man da lauschen. Entweder zu einer bestimmten Zeit und oder die mit den Hasenohren. Irgendwie ging das. Nur für Angestellte. Ja, ist okay. Geht es auch so? Ja, einmal abkürzen. Danke. Jetzt habe ich einen Fisch. Ich wollte aber Wasser. Die Sache ist, man kann mit Fischen tatsächlich nicht gießen, obwohl da Wasser mit bei ist. Es kommt auch nur der Fisch raus. Ne, gibt kein Wasser. Gibt hier nichts. Hä? Ist der gerade ernsthaft Thailand nach unten geflogen kurz? Ich dachte, ich wäre da gerade kurz runtergeflogen, aber nö. Okay, hat mich getäuscht. Ja. 11.30 Uhr in der Küche, hat sie gesagt. Gut, nee, aber dann würde ich sagen, beenden wir den Part an dieser Stelle. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder... Moment. Mir ist was eingefallen. Mir ist was eingefallen. Ganz schnell. Ich... Oh Gott. Ich hoffe, dass ich das jetzt noch hinkriege. Ich hoffe, dass das jetzt noch geht. Komm schon, komm schon, komm schon. Go, go, go. Go, go, go. Oh, es gibt sowieso so viel zu tun. Das können wir ja auch noch machen, theoretisch. Oh Mann. Ey, der Part wird auf jeden Fall ein Überlängen-Part. So, ja, danke, wir haben gewonnen, ich weiß. Tschüssi. Ein Fuffi.
Ja, morgen früh können wir wieder mitnehmen, daran teilnehmen, so. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, es wird ein Überlängenpark. Es wird ein Überlängenpark. Die haben zufällig dieselbe Mucke am Start. Ja, das findet er gut, was? Und die Wache denkt sich auch nur, was soll denn das, ey? Okay. Link, liegen die Mädels zu Füßen. Danke, dass du uns diesen Tanz beigebracht hast. Du bist unser Meister. Ah, ja. Du hast ein Herzteil gefunden. Die vier Herzeinzelteile fügen sich zu einem neuen Container zusammen. Deine Energieleiste wurde erweitert. Du hast die Herzen der Tänzerinnen gewonnen. Dies wurde im Notizbuch vermerkt. Müssten es nicht mindestens zwei Herzteile sein? Meister, ihr seid großartig. Ach, nicht doch, nicht doch. Ja, okay. Und jetzt tanzen sie den Tanz. Ja, Kaffeis Quest, ne? Die starten wir. Die starten wir tatsächlich. Beziehungsweise sind schon dabei, sie zu starten. Aber machen im nächsten Part damit weiter. Ne? Ah, der arme Corona. Sie müsste jetzt nämlich, glaube ich, auch langsam anfangen, hier runterzulaufen. Die braucht dafür, glaube ich, gut eine Stunde oder so, bis sie da unten dann ankommt. Aber gut. Für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part von Let's Play, dem Legend of Zelda Majora's Mask HD. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play, The Legend of Zelda Majora's Mask HD. Ja, wer hätte es gedacht, ne? Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.